Servus zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder in der Playlist Enduro Projekt. Es geht weiter mit meinem Rose Beefcake. Das Ganze habe ich ja umgebaut. Für alle die das Projekt noch nicht kennen, checkt es mal aus. Erscheint ja auch immer in der Infobox die Playlist. Da habe ich die verschiedensten Sachen mit dem Bike gemacht. Es war ja mal ein Downhiller. Und da haben wir wirklich den kompletten Dämpfer-Federgabe-Setup geändert. Wir haben den kompletten Antrieb geändert. Wir haben eine Refurb-Sattelstütze verbaut. Also sind richtig coole, interessante Videos dabei. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Waren ein paar nice Sachen dabei. Und heute soll es um dieses wunderschöne D-Max-Laufrad gehen. Das ist eine Felge aus dem Jahr 2011. Also die hat echt schon einige Jahre am Buckel. 9 Jahre jetzt schon. Und man sieht es der Felge wirklich schon an, die hat schon einen starken Achter, die hat schon eine sehr starke Delle drin und leider bekommt man sie nicht mehr tubeless dicht. Und das ist sehr ärgerlich, da ich am Enduro sehr gerne tubeless fahren möchte. Und die Felge hat einfach schon einiges mitbekommen und deshalb habe ich eine neue Felge gekauft, beziehungsweise ich habe ein gebrauchtes Rad mit 150 mm Narbe gekauft, wo eine neue Felge mit dazu geliefert wurde, weil die Felge an dem Laufrad kaputt ist. Und der ganze Setup zusammen ist billiger gewesen, als wenn ich einzeln eine neue Felge gekauft hätte. Das finde ich sehr interessant, weil, ich erkläre es euch mal kurz. Also hier ist die neue Felge. Diese Felge kostet einzeln im Netz 114 Euro aktuell. So, 114 Euro. Und ich habe ein defektes Hinterradlaufrad, auch mit defekter Felge, aber schon mit neuer Felge dabei, für mit Versand 90 Euro bekommen. Und da habe ich natürlich gesagt, das mache ich. Das hat gleichzeitig noch den positiven Aspekt, dass ich ein paar Ersatzspeichen habe und auch für die Narbe ein paar Ersatzteile, sprich die Lagerungen und alles. Von daher ist das eigentlich ein super Deal gewesen. Und ja, jetzt werde ich heute mal die alte Felge ausspeichen und die neue Felge einspeichen. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich werde dazu auch hoch in meine Wohnung gehen, mich schön in mein Esszimmer setzen, Musik anmachen und dann in aller Ruhe das Laufrad umspeichen. Deshalb werde ich euch da nicht mit reinnehmen. Ist jetzt auch eher uninteressant, vor allem weil ich mich da selber erstmal reinfuchsen muss. Die D-Max-Felgen umspeichen wird doch interessant. Genau. Viel interessanter wird das, was wir danach machen, und zwar das ganze Video auf tubeless umrüsten. Und da bin ich sehr gespannt, ob das alles ohne große Probleme funktionieren wird. Also dann würde ich sagen, baue ich jetzt mein Laufrad aus. Okay, das habe ich schon gemacht. Dann würde ich sagen, kommt jetzt nochmal die Kassette und die Bremsscheibe runter, dass ich einfach besser an der Narbe und an der Felge arbeiten kann. Und dann geht es auch schon hoch in die Wohnung und ich werde das Ganze umspeichen. Und dann sehen wir uns natürlich auch wieder. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, boah, das sieht echt übel aus. Also manche Speichen sind schon so kaputt, ey. Ist nicht normal. Jetzt machen wir als erstes mal die Bremsscheibe runter. Dann ist das erledigt. Die Lager laufen eigentlich noch ganz gut. Das ist schon mal schön. Da würde ich auch dieses Jahr noch nichts machen. Allerdings müssen wir am Vorderrad die Lager mal tauschen. Ist mir jetzt beim Fahren aufgefallen. Aber da habe ich schon neue bestellt. Das ist schnell passiert. Ja, ich denke, da könnte ich sogar auch ein Video zu machen. Ist ganz interessant, wie man an den D-Max beim Vorderrad mal die Lager austauscht. Das machen wir auf jeden Fall auch demnächst. Und jetzt machen wir hier erstmal die Bremsscheibe runter. In den meisten Fällen ist es ein Torx, den man braucht. Kann aber auch irgendwas sein, je nachdem, was für Schrauben verwendet worden sind. Da, da, da. Ich fahre übrigens hinten eine 180 mm Bremsscheibe und vorne 200. Das macht man ja beim Enduro sehr gerne, dass man hinten nicht ganz so viel Bremspower hat wie vorne, weil man braucht hinten meistens viel weniger, weil das Rad blockiert da ja viel schneller. Ne? So, jetzt müssen wir noch die Kassette runter machen und dann haben wir es eigentlich schon. Dann machen wir noch den Mantel runter und dann zeige ich euch auch mal, in was für einem miserablen Zustand die Felge ist. Das ist nämlich echt übelst. Aber gut, ich meine, muss überlegen, die ist 9 Jahre alt. Die wurde schon an meinem Downhiller gefahren, die wurde schon an meinem Enduro gefahren und die hat einfach auch schon einiges gesehen. Das muss man einfach auch dazu sagen. So, jetzt brauchen wir ein wenig Kettenpeitsche. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Kassette gut abmachen lässt. Weil das ist ein normaler ITS4 Freilaufkörper und da die Kassette nicht aus einem Stück gefertigt ist, kann es da schnell passieren, dass da die einzelnen Ketten, also die einzelnen Ritzel, gern feststecken bleiben. Ja, hier haben wir es jetzt schon. Und ich ziehe mal Handschuhe an, dass wir uns die Finger nicht zu dreckig machen. Ist doch ein bisschen geschmiert, die Kassette, was ja auch gut ist. Schauen wir mal, ob man die Ritzel alle abkriegt.
Boah, das geht ja in einem Stück. Ist ja perfekt. Super duper. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay, der. Der sieht eigentlich auch noch ganz okay aus. Ja, wobei. So schön ist der Freilauf nimmer. So, mal gucken, ob ich da jetzt wirklich schon neun drauf mache, weil ich hätte nämlich noch einen da. Aber irgendwie, er ist zwar nicht mehr schön, aber dieses Jahr dürfte er noch halten. Ich denke, das macht jetzt wenig Sinn, den zu tauschen. Machen wir das Ganze gleich mal ein wenig sauber, dass wir jetzt so eine Sauerei haben. So. Ja Leute, wenn ihr irgendwelche Arbeiten am Bike macht, gewöhnt euch an, immer gleich alles schön sauber zu machen. Weil man ist ja eh gerade drüber. So, jetzt lassen wir mal die Luft hier raus. Dann zeige ich euch mal, wie Schrott diese Felge ist. Also das ist wirklich nicht mehr schön. Das ist überhaupt nicht schön. So, jetzt kommt Trick 17. Ich tue das Ding einfach an eine Tischkante draufhängen. Dann drückt das Ventil ein und die Luft kann schön rausgehen. So, unsere Kassette legen wir mal auf die Seite. Mensch, jetzt haben wir echt schon viele Videos in unserem schönen oder mit meinem schönen Enduro gedreht. Aber macht ja echt Spaß. Ich meine, wir haben jetzt so viel Zeit durch diese ganze Corona-Krise. Wahrscheinlich hätte ich das alles sonst gar nicht gemacht. Aber das ist ja eigentlich eine super Sache jetzt. Ne? Da hat man mal richtig Zeit, seine Bikes herzurichten. So, dann machen wir die mal runter. Genau, also als allererstes, wenn man so einen Reifen runter machen will, schaut man, dass der Reifenwulst schön in der Mitte der Felge ist. Weil dann hat er am wenigsten Spannung. So. Und dann kriegt man den eigentlich auch problemlos abgezogen. Schauen wir mal. Ja. So. Einmal. Und zweimal. Fertig. Oh, das Ventil hängt noch dran. So, und jetzt zeige ich euch mal. Alter Vater, ey. Die ist hinüber. Die muss, ja, das Gewicht ist halt schon Premium, ne? Das wiegt halt fast gar nichts. So, also als allererstes sieht man das. Hier ist eine richtig schöne Delle drin. Hier ist es auch leicht gerissen. An der Stelle hier sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Und dann sieht man auch, dass obendrauf alles andere mehr als gelb ist. Und dann haben wir, ja auch allgemein, wenn man sich das hier mal anschaut, die Felge ist nicht mehr schön, also hat überall Kratzer, eigentlich gibt es keine Seite mehr, die kratzfrei ist. Und dann kommt hinzu, dass manche Nippel schon völlig kaputt sind, die werden wir wahrscheinlich einfach abzwicken müssen. Hier zum Beispiel fehlt noch eine Speiche. Dann hier ist der Nippel abgebrochen, die Speiche ist auch ohne Funktion, ist auch nicht so geil, zwei Speichen nebeneinander gehen nicht. Hier fehlt auch eine, also das Laufrad ist am Ende. Und irgendwo, oh, den muss ich euch noch zeigen, da ist so ein Nippel dabei, der ist auch richtig hardcore am Limit. Der da zum Beispiel, weiß nicht, ob man sieht, der ist auch schon so durchgerutscht, den werden wir wahrscheinlich einfach abzwicken. Naja, aber es sind trotzdem auch einige Nippel dabei, die noch schön sind, die können wir auf jeden Fall noch verwenden dann. Ja, also ihr merkt schon, die Felge hat einiges mitgemacht und da lohnt es sich auf jeden Fall, die jetzt mal zu erneuern. Wie gesagt, die neue habe ich schon hier. Aber wenn man den Unterschied mal anschaut, man sieht es wahrscheinlich richtig. Die ist viel gelber und noch schöner als die hier. Und die hier wird wohl safe auch dicht werden. Weil, ach genau, das Ventilloch. Wo ist denn das Ventilloch? Boah, das ist übel heftig. Schaut euch das mal an. Also, da wird nichts mehr dicht. Das ist so ausgeschlagen, keine Ahnung warum. Da ist hier auch was weggebrochen. Also die Felge ist, die ist schon mehr als überfällig. Da bin ich jetzt froh, dass ich das jetzt endlich mal in Angriff nehmen kann, weil ich glaube, die hätte dieses Jahr nicht mehr überlebt. Da wäre ich wahrscheinlich einmal richtig fett ins Flat gedurbt. Und dann wäre es gelaufen mit dieser Felge. Dann wäre es vorbei. Vorbei wäre es dann. Und dann liege ich da und dann ist die Felge hier. Und das wollen wir nicht. Da bin ich wieder. Neue Felge ist drauf. Das Ganze hat jetzt, ja doch, 3 Stunden war ich drüber. Hier ist die alte Felge. Und ja, boah, hat doch ein bisschen gedauert, muss ich ehrlich zugeben. Aber so ist es nun mal. Das hat echt jetzt lange gedauert, ey. Das war jetzt echt eine mühselige Arbeit. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe es gescheit gemacht. Vor allem, ich habe jetzt auch seit letzter Woche
ein Tensiometer und mit dem kann man natürlich richtig schön bei jeder Speiche nachschauen, wie die Speichenspannung ist, und dann kann man vor allem schauen, dass überall die gleiche Speichenspannung ist. Und das ist durchaus sinnvoll, weil am wichtigsten ist ja bei einem Laufrad immer, dass die Speichenspannung auf den beiden Seiten passt. Also sie ist auf den beiden Seiten unterschiedlich, aber sie sollte auf jeden Fall auf der Seite überall gleich sein und auf der Seite überall gleich sein. Dann habt ihr das robusteste Laufrad und im Normalfall dann auch kein Achter drin. Also wenn dann nur einen ganz kleinen, und es sind dann so minimale Feinheiten, die man justieren muss. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das Ganze dann zentriert habe, weil ich habe zum Beispiel keinen Zentrierständer. Ich mache das immer im Rad. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn die Laufräder natürlich auch direkt in das Fahrrad reinpassen. Und wie ich das dann mache, das erkläre ich euch mal, weil ich habe euch jetzt nicht mit hochgenommen. Am Anfang war halt hier die alte Felge drauf. Dann habe ich mir einfach die beiden Ventillöcher genommen. Hier ist das Ventilloch und bei der neuen auch. Dann habe ich die genau übereinander gelegt, die beiden Ventillöcher. Ja, wo ist es? Da ist es. So, also nur halt dann umgekehrt. Und dann habe ich einfach mit ein paar Streifen Panzertape die Felge fixiert. Und dann habe ich einfach angefangen, die Speichen umzuspeichen. Also quasi, ich habe hier beim äußeren Ring angefangen und habe dann die Speichen hier vorne ran, bis ich die alle drin hatte, und dann die andere Seite eingespeicht. Und so macht man es sich halt am einfachsten, weil so muss man auch nicht groß nachdenken, wo jetzt welche Speiche reinkommt, sondern man kann es einfach systematisch nach der Reihe machen. Funktioniert natürlich nur, wenn man Laufrad umspeicht, wenn man jetzt Neues einspeichen will. Also halt, wenn man jetzt eine Narbe sich kauft und die Speichen einzeln, dann muss man es natürlich anders machen. Aber von daher war das jetzt sehr einfach und ist auch richtig vor allem eingespeicht, weil es gibt ja unterschiedliche Arten, Laufräder einzuspeichen, je nachdem, wie oft es auch gekreuzt ist. Und deshalb ist es natürlich so, wenn man es umspeicht, am einfachsten, wenn man die neue Felge einfach daneben ranklebt mit Panzertape und dann einmal rumgeht, zweimal rum, weil man hat ja zwei Seiten, fertig. Genau. Ja, ansonsten, ich habe jetzt gleich nochmal geschaut, ob die Lager hier gut laufen. Die laufen auch noch gut. Ich meine, die laufen nicht neu, aber absolut in Ordnung. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal hinten einbauen und euch zeigen, wie ihr dann die Feinjustierung macht. Also nachdem ich dann mein Laufrad umgespeicht hatte, habe ich es dann erstmal hier wieder in meinen Rahmen einfach reingebaut und auch mit der Achse schon fixiert. Ja. Ich mache es jetzt nicht ganz fest, weil ich will es euch nur nochmal zeigen. Und dann ist das allererste, was ganz wichtig ist, dass das Laufrad wirklich in der Mitte vom Rahmen läuft, also an der richtigen Position im Rahmen liegt. Also es könnte jetzt zu weit rechts oder zu weit links sein. Und dafür nehme ich mir mal ein großes Dreieck. Das große Dreieck habe ich dann hier oben drauf gelegt. Dann habe ich hier auf beiden Seiten geschaut, dass ich hier gleich bin. In meinem Fall waren das 5 cm. Und dann habe ich ja hier meinen Nullpunkt. Und genau der Nullpunkt muss natürlich in der Mitte von der Felge dann laufen. Und so habe ich das Ganze dann erstmal zentriert, dass es in der Mitte läuft. Und um dann Seitenschläge und Achter gut rauszubekommen, habe ich unten einfach einen Kabelbinder rangemacht. Den Kabelbinder so abgeschnitten, dass er hier an der Felge schleift. Dann ein bisschen wieder weggedreht, dass eben ein ganz kleiner Spalt ist. Und dann drehe ich die Felge immer. Und dann schaue ich halt, dass immer der Spalt immer kleiner wird. Und irgendwann es durchgehend nur noch so ein minimaler Spalt ist. Und dann ist auch der Achter raus, wenn ich das Ganze jetzt drehe. Ja, dann ist der fast kein Achter mehr drin. Das Rad läuft absolut in der Mitte. Bisschen schlägt es noch. Wir müssen es auch nochmal abdrücken. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Laufrad abdrückt, weil dass sich die Speichen und die Nüppel gut setzen können. Wenn ihr das nicht macht, dann fahrt ihr und dann macht es ein paar Mal bling bling. Und dann sind die Speichen wieder an ihrer ursprünglichen Position und dann ist wahrscheinlich wieder ein Achter drin. Nehmt ihr euer Laufrad einfach, legt es am Boden und dann drückt ihr einfach. Man hört das schon. Dann drehen sich teilweise die Speichen noch ein bisschen und irgendwann gibt es keine Geräusche mehr. Das macht ihr mit beiden Seiten. Schön immer drauf drücken. Und das Ganze werdet ihr bei der Fahrt auch nochmal merken. Da werden sich die Speichen auch noch ein bisschen bewegen und man wird es hören. Aber ansonsten sieht es eigentlich sehr gut aus. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir das Ganze mal wieder mit Tubeless zu befüllen und den Reifen drauf zu machen.
Wir machen übrigens erst das Tubeless-System drauf und dann wieder die Bremsscheibe und Kassette drauf, weil dann haben wir schon keine Probleme, falls irgendwie die Dicht mich auf die Scheibe kommt, dass dann die Bremse nicht mehr richtig funktioniert. Genau, dann schauen wir mal, ob wir das Ganze jetzt dicht kriegen. Das Schöne an unseren D-Max-Felgen ist natürlich, das ist hier eine Tubeless-Felge, das heißt, wir brauchen kein Felgenband, weil ja keine Nippel zu sehen sind. Und das ist wirklich cool. Schaue ich nur gerade nochmal. Oft ist nämlich noch ein Dreck in der Felge. Aber da ist nichts drin und das hört man dann beim Fahren. Das tut dann so ein bisschen surren, das ist ein bisschen nervig. Das hatte ich bei der letzten, da war dann Dreck drin, weil ja manchen Speichen schon gefehlt haben und dann ist durch die Nippel Dreck reingekommen. Und das hört man dann, aber hier ist nichts. Klingt schon eigentlich nicht schlecht, ne? Ich meine, klar, es ist nicht besonders laut, aber das will ich am Enduro auch ehrlich gesagt gar nicht. Okay, jetzt schauen wir mal, wo mein Tubeless-Ventil ist. Puh, das ist vielleicht schon ein wenig her, weil die Felge bin ich jetzt trotzdem letztes Jahr gefahren mit Schlauch, also die alte. Aber wo ist mein Tubeless-Ventil? Ja, da werden wir jetzt mal suchen müssen. So, Tubeless-Ventil habe ich gefunden. Perfekt. Und ja, da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ich stecke mal einfach in die Felge von oben rein. Dann drücke ich immer schon mal so ein bisschen drauf. So, dass der Gummi schön drin sitzt. Dann gibt es hier noch so einen zweiten Gummi, dass die Felge nicht beschädigt wird. Und eine Schraube, die aufs Ventil kommt. Und ja, dann müsste das Ganze eigentlich auch dicht werden. Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt keinen Druckluftkompressor da. Meiner ist irgendwie ein wenig kaputt. Also der ist so laut, da ist, glaube ich, das Pleuel innen kaputt. Den würde ich nicht mehr verwenden. Da habe ich ein bisschen Angst, dass er mir um die Ohren fliegt. So, dann schrauben wir hier das Ventil schön fest rein, dass es wirklich schön in der Felge drin liegt. So, das scheint eigentlich ganz gut auszusehen. Ja, wichtig ist, dass es hier oben drin abdichtet. Da muss es wirklich dicht sein. Genau, die letzten Male habe ich ja immer von NoTubes die Dichtmilch verwendet. Mit der war ich auch sehr zufrieden. Die habe ich aktuell noch im Vorderrad. Aber wir probieren jetzt mal die von Schwalbe aus. Das Dog Blue, da bin ich auch mal gespannt, ob ich da irgendeinen Unterschied merke, ob er hinten mal platt wird. Also vorne hatte ich jetzt im letzten Jahr keinen einzigen Platten. Das hat super funktioniert mit der Dichtmilch. Jetzt schauen wir halt mal, wie es dann am Hinterrad ist. Genau, wie mache ich das jetzt? Ich mache es prinzipiell so. Wo ist mein Reifen? Hier ist mein Reifen. Und zwar tue ich als allererstes den Reifen mal komplett auf der Felge montieren. Also vorher schaue ich natürlich, ob hier der Reifen überall in Ordnung ist. Vor allem der Reifenwulst ist wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, was heißt wichtig, es ist sinnvoll, dass man einen Reifen kauft, der für Tubeless ausgelegt ist, weil die Reifen einfach dafür gedacht sind, dass sie dann auch gescheit abdichten. Beispielsweise habe ich mal versucht, die Onza E-Bags mit Tubeless zu fahren. Die sind ja keine Tubeless-Reifen und es funktioniert auch wirklich nicht. Bei Maxxis schaut es schon wieder anders aus. Ich bin schon mal einen Maxxis Highroller gefahren mit Tubeless, der nicht für Tubeless ausgelegt war. Das hat funktioniert. Aber wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, dann auf jeden Fall ja, darauf schauen, dass der Reifen Tubeless ready ist. So, jetzt müssen wir nur gucken wegen der Laufrichtung. So ist das Ganze drin, also muss der Reifen so rum drauf. Dann machen wir den Reifen mal drauf. Übrigens, falls ich mich etwas verschnupft anhöre, liegt das nicht daran, dass ich krank bin, sondern daran, dass ich ganz schlimm Heuschnupfen im Frühjahr immer habe. Und das merkt man natürlich jetzt. Ich nehme zwar immer schon meine Tabletten, aber es hilft trotzdem nichts. Ich komme da immer nicht drum herum. Also nicht wundern, ich bin nicht krank, sondern habe einfach nur Heuschnupfen. So, genau, und zwar mache ich dann immer beide Seiten vom Reifen gleich in die Felge rein. Und dann mache ich Folgendes, das zeige ich euch gleich. Ich muss mal erstmal schauen, dass der Reifenwulst in der Mitte vom Reifen liegt. Dann lässt er sich einfacher montieren. So, genau, dann tue ich einmal noch so rumgehen, dass der Reifenwulst wirklich schön im Reifen liegt. Und ich bin sehr gespannt, ob das heute was wird, ohne Kompressor, weil der Reifen ist ja trotzdem schon mit normalen Schlauch gefahren worden. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche minimalen Löcher drin sind, die erst verschlossen werden müssen. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ansonsten kommt Trick 17 ins Spiel. Genau, und was ich jetzt mache,
Ich nehme jetzt was von meiner Milch und dann kippe ich die hier schon mal am Rand lang, dass die hier, wo der Reifenwulst ist, lang läuft, dass da schon mal ein bisschen was von der Milch ist, weil da muss es als erstes dicht werden. So, dass es da schön reinläuft. Gut, jetzt pumpe ich mal auf und dann schauen wir mal, ob es dicht wird. Also wenn ihr Tubeless-Reifen fertig macht, solltet ihr schon eine halbwegs vernünftige Fahrradpumpe haben. Ich tue euch mal den Link von meiner rein, die ist wirklich super. Da auch ein großes Dankeschön an meinen Dad, der hat die damals gekauft und seitdem benutze ich die. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Es klingt sehr gut, Leute. Habt ihr das gehört? Das passiert, wenn der Reifenwulst in die Felge reinspringt, dann gibt es dieses Geräusch. Das hat gebuscht, aber es ist überall drin und das mit einer normalen Luftpumpe. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht. Da gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch an den Reifen. Ich bin jetzt fast bei 2 Bar. Bis 2 Bar gehe ich noch. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier sieht man zum Beispiel, ist die Dicht mich schön rausgespritzt. Da hat es halt schon schön abgedichtet. Hey, das ist ja der Wahnsinn. Das ging ja jetzt rucki zucki. Hatte ich schon lange nicht mehr, dass ein Reifen so problemlos draufgegangen ist. Tun wir mal übers Ventil die Dichtmilch einfüllen. Ich habe nämlich extra für so Tubeless-Geschichten eine Spritze, die man da aufschrauben kann. Und dann kann man nämlich die Milch perfekt einfüllen. Also ich habe jetzt einfach die komplette Luft nochmal aus dem Reifen rausgelassen. Und jetzt werde ich, also es ist ein extra Tubeless-Ventil, da kann man nämlich das Ventil an sich rausschrauben und dann perfekt mit einer Tubeless-Spritze das Ganze befüllen. So sieht so eine Tubeless-Spritze aus. Ist einfach nur eine Spritze. So, das Ventil kann man normalerweise einfach rausschrauben. So. Und jetzt fülle ich meine Spritze auf. Ich mache jetzt, also normalerweise soll man 60 Milliliter neu machen. Ich mache jetzt mal 70 neu, weil wir es neu montiert haben. Und da wird sicher noch irgendwas rausspritzen. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie viel Milliliter passen denn da überhaupt neu? 50 Milliliter passen neu. Okay. Nee, 60 passen neu. Okay, 60 würde genau in meinen Reifen neu gehören. Ja, dann machen wir halt genau die 60 neu. Ist auch okay. Und jetzt wird unsere Tubeless-Milch eingespritzt, wie man es formulieren mag. So, das war's. Jetzt können wir die Spritze wieder abnehmen. Wichtig, dass ihr hier ein Tuch unterlegt, weil das ist trotzdem immer Sauerei. Und jetzt natürlich hier am Ventil alles schön sauber machen, weil sonst verklebt es nämlich mit der Zeit. Und wenn das Ventil dann drin ist, pumpen wir auf und hoffen, dass alles funktioniert und dicht hält. Ich mache jetzt mal 2,5 Bar rein und dann überprüfe ich morgen nochmal, ob die auch noch drin sind. So, 2,5 Bar sind drin, schrauben wir das Ventil zu und jetzt, ganz wichtig, müssen wir den Reifen noch schütteln, dass sich die Dichtmilch überall verteilt und eventuell, wenn da irgendwo kleine Löcher sind, die noch verschließt. Der ist dicht, würde ich sagen. Jetzt haben wir 2,5 Bar drin und jetzt werde ich den Rest mal wieder montieren, die Kassette und die Bremsscheiben und das Rad einbauen. Und dann machen wir mal eine kleine Probefahrt und dann hoffe ich, dass das war. Und ja, boah, ich kann wieder Tubeless fahren, Leute, wie geil! Hey, perfekt! Ah, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gemurkse war mit der alten Felge. Und weißt, es ist so enttäuschend, wenn man es dann einfach nicht hinbekommt, ne? Das ist dann wirklich am enttäuschendsten. Aber es war nicht mehr möglich. Das Ventil, das Loch fürs Ventil war so kaputt, das ist nicht mehr dicht geworden. Dann war diese riesen Delle drin. Das war nichts mehr. Aber jetzt, tada! Schaut es doch schon echt super aus. Beim Montieren der Kassette, ihr wisst es Leute, immer schön Montagepaste oder Fett verwenden, damit wir sie so einfach abbekommen, wie ich am Anfang vom Video. Wenn ihr das nicht macht, ja, dann kann es sein, dass das eben nicht so einfach geht. Und das wollen wir natürlich nicht.
jetzt kommt unser Laufrad wieder rein. Ich habe jetzt die Kassette und die Bremsscheibe erfolgreich montiert. So, schauen wir mal. Kette mal wieder einhängen. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Da würde ich sagen, gibt es jetzt erstmal eine Probefahrt. Und ich bin der Meinung, dass das jetzt dicht halten wird, auch das Tubeless. Man hört nichts zischen, nichts pfeifen. Von daher ist alles gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Mein Reifen ist jetzt wieder ready. Neue Felge ist drauf. Das Ganze ist jetzt wieder auf Tubeless umgebaut. Sehr geil. Vorne, hinten Tubeless. Jetzt haben wir bestimmt nochmal, naja, die Dichtmilch wiegt 60 Gramm, sagen wir mal 100 Gramm. Der Schlauch wiegt seine 500, 600 Gramm. Vorher hat das Bike 13,7 Kilo gewogen. Also dürfte man jetzt so bei 13,1, 13,2 Kilo Gesamtgewicht sein. Und das ist wirklich schon eine Zahl, die sich sehen lässt für einen Rahmen aus dem Jahr 2011. 13,1 Kilo an meinem Enduro und das mit noch nicht einmal unbedingt den leichtesten Parts. Also der Vorbau ist sackschwer, der Lenker ist sauschwer. Dann haben wir das NX-Schaltwerk und die NX-Kassette sind auch nicht unbedingt die leichtesten. Von daher, also ein halbes Kilo würde da auf jeden Fall noch gehen. Dann wären wir bei 12,5 Kilo und das ist echt schon Premium. Also da bist selbst im Carbonrad dann schon irgendwo bei 13 bis, ja doch, Carbon geht auch so, bei 13 Kilo bist dann auch bei Carbon. Also klar geht es dann noch viel leichter, aber für so ein altes Rad und für meine Ansprüche völlig genügend, sehr, sehr geil. Schauen wir mal, nehmen wir es mal raus. Ich meine, da wird man jetzt keinen Unterschied merken. Nee. Aber trotzdem, also für ein Enduro ist das ein richtig schönes Gewicht. Piep. Ach ja, die Reverb. Ich bin mal sehr gespannt, weil man hört ja sehr Verschiedenes von der Reverb. Das ist ja trotzdem schon eine sehr alte Sattelstütze. Schauen wir mal, wie sich die so macht und wann die ihren ersten Service braucht. Aber eigentlich müsst ihr euch freuen, wenn die den Service braucht, weil dann seid ihr natürlich dabei und ich kann es euch zeigen. Genau, also vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut, viel Spaß beim Biken und ja, vielleicht sehen wir uns bei anderen Videos. Servus!